kürzlich habe ich einen Krimi gelesen, den habe ich regelrecht gefressen. Das war natürlich aufgrund der wirklich spannenden Geschichte, aber vor allem, ich gestehe, ich bin so ein Freak, es ging so viel ums Essen. Unter anderem haben sie immer wieder gemacht eine Galette mit frischen Tomaten. Und dann habe ich mir gedacht, das baue ich jetzt mal nach. Und es ist tatsächlich gelungen und es holt einen mit jedem Bissen nach Frankreich. Es ist herrlich. Also, Mürbeteig jetzt. So, der Teig rastet jetzt für 30 Minuten im Kühlschrank und wir werden in der Zwischenzeit unsere Fülle vorbereiten. Das ist Pesto, also eigentlich Pistou in Frankreich, eine herrliche Basilikumsauce und dann diese wunderbaren Tomaten. Ich finde, das ist so schön in verschiedenen Farben. So, jetzt machen wir mal die Fülle. Schade, dass ihr das jetzt nicht riechen könnt. Es duftet so gut. So, jetzt kommt nur noch ein bisschen vom Ziegenfrischkäse drauf und dann werden wir noch das Pesto drauf verteilen und schon ist es fertig und für mich ist das das beste Sommermittagessen überhaupt. Ihr könnt es auch mit anderen Gemüsearten füllen. Das schaut halt besonders prachtvoll aus mit den bunten Tomaten und jetzt im August, wo wir gerade voll in der Blüte der Tomatenernte stehen, Spargel, Kürbis, you name it. Ihr könnt alles da hineinfüllen. Wenn euch es zu mühsam ist, ein Pesto zu machen, kann man einfach ein bisschen Creme fraiche nehmen mit Zitronenschale, Zitronensaft, Salz und Pfeffer glatt rühren und das sozusagen als Basis verwenden. Man kann einfach vielleicht ein bisschen Frischkäse mit Kräutern vermischen, drunter reingeben. Also es gibt so viele Spielarten. Ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil es ist extrem einfach. Auch der Teig ist wahnsinnig schnell selbst gemacht. Es ist ein unkompliziertes Gericht und man kann es je nach Vorlieben füllen. So. Genug geredet. Jetzt geht's ans Essen. So, jetzt kommst du mal runter.